Es ist mir eine grosse Ehre, nach meinem ehemaligen Physiklehrer hier auf dieser Bühne zu stehen. Und ich bin auch froh, hat er mich wieder aus seinem Keller rausgelassen. Kennt ihr das Geschichtli schon von dem armen Eskimo, der in Grönland einmal so traurig ist ums Leben kam? Wahrscheinlich kennen die meisten das, zumindest wenn man aus dem Raum Bern ist. Ich habe das Geschichtli in der Schule gelernt und habe es daraufhin daheim auf dem Plattenspieler von meinen Eltern immer wieder gehört und gehört. Und es ist eigentlich mein allerliebstes Lied von Mani Matter, der Eskimo. Ein paar Jahre später, als ich mein Studium in Illustration in Luzern angefangen habe, wollte ich mich beschäftigen mit One-Page-Comics und einer abstrakten Erzählung, einer abstrakten Narration. One-Page-Comics, das sind eigentlich Comics, also Bildergeschichten, wo die ganze Geschichte auf einer Seite erzählt wird. Dann habe ich angefangen, mir selber Geschichten auszudenken. Ich wollte die Geschichten umsetzen, aber so weit ist es gar nicht gekommen, weil die Geschichte nie fertig geworden ist. Und dann habe ich gesagt, ich nehme etwas, das ich schon bestens kenne und probiere das in eine Comicform zu bringen. Und irgendwann hat es Klick gemacht und da war klar, es muss eigentlich Mani Matter sein, es müssen seine Lieder sein. Aber wie es so ist, kommt vor dem spaßigen Teil, vor dem Umsetzen, eigentlich zuerst der Theorie-Teil, vor dem Studium. Und dann habe ich, also das werde ich euch auch nicht vorenthalten, einen kurzen Einblick in die Theorie des non-linearen Storytelling. Es ist immer noch ein bisschen spaßig, weil es ist Max und Moritz von Wilhelm Busch. Und das ist eigentlich ein Bild, das sehr gut erklären kann, wie eine Geschichte auf einer Seite dargestellt werden kann. Man sieht hier der Max und der Moritz, die versuchen, ein Boulet zu stellen aus der Küche. Der Hund, der bauen, weil er es merkt. Aber die Mutter unten ist am Abwäschen und die merkt von nichts. Und das erzählte Geschichte, das provoziert eine weitere Geschichte. Was war vorher, was war nachher, wie geht die Geschichte weiter? Ein anderes Beispiel, das ihr vielleicht auch kennt, sind die Wimmelbilder von den «Wo ist Walter?» Bücher. Bei denen geht es vor allem darum, den Walter zu finden. Aber wenn man sich auf diesem Bild bewegt, dann passieren ganz viele andere Geschichten, die einfach nur da sind, wo man den Handlungen folgen kann, geleitet durch visuelle Hinweise in diesem Bild. Und es ist nicht so, dass man oben links muss anfangen und unten rechts aufhören mit dieser Geschichte, sondern man geht mit rein und bewegt sich dann frei in diesem Bild um. Ein älteres Beispiel von 1480 von Sandro Botticelli. Das zeigt uns auch eine Geschichte. Und zwar im Gegensatz zu den vorherigen Geschichten haben wir hier sogar einen zeitlichen Ablauf in dieser Geschichte. Wir haben zwei Figuren, die vervielfältigt durch das Bild laufen. Und das nehmen wir einfach so wahr. Und wir verstehen dann, dass die Figuren nicht einfach geklont sind, sondern die bewegen sich durch das Bild. Und die bewegen sich so durch das Bild, dass sie oben links anfangen und unten rechts aufhören. So wie wir es uns gewohnt sind zum Lesen. Auch. Dann etwas anderes, was uns auch immer wieder begegnet, sind Kirchenfenster. Ein Fenster erzählt eine Geschichte. Alle Fenster zusammen erzählen eine andere Geschichte. Oder aus dem Alltag vielleicht eher, wie stecke ich mein Handy am Router an oder wie kann ich das kombinieren? Ich habe mich aber vor allem mit dem Mani Matter beschäftigen und habe jetzt Beispiele gezeigt von non-linearen Geschichten. Wenn es eine lineare Geschichte wäre von dem Eskimo, der hier in Grönland ums Leben kommt, weil er sich das Cembalo hat gekauft, dann müsste man jetzt auch Einzelbild für Einzelbild anschauen und oben links anfangen und unten rechts aufhören. Mein Ziel war aber, diesen Matter-Lieder irgendwie gerecht zu werden. Und die haben ja einerseits so einen kindlichen Schalk und andererseits hat es immer noch ein bisschen mehr dahinter, wo man vielleicht erst auf den zweiten Blick sieht. Und bei diesem Bild wäre es jetzt so gedacht, dass man der Eisbär erst im zweiten
vielleicht im dritten Schauen wahrnimmt und die Bedrohung, die dem Eskimo zukommt, auf ihn zukommt, dass das schon ein bisschen angeteasert wird in dieser Geschichte. Ihr seht, also das Iglu ist auch der Kopf eines Eisbären. Ich gebe euch jetzt noch ein paar andere Beispiele, wie ich vorgegangen bin mit verschiedenen Mani-Matter-Liedern. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ihr kennt alle Lieder. Das war der Alpenflug. Und in dieser Geschichte geht es eigentlich um zwei Freunde, die wegen mangelhafter Kommunikation abstürzen mit dem Flugzeug. Und mein Ziel war, das abstürzende Flug so zu brauchen, dass das wie als erstes da sichtbar ist für den Betrachter, wenn man das Bild frisch anschaut. Und zudem dient es auch noch als Raumteiler auf diesem Bild. Also hier auf diesem Bild ist es möglich, dass von oben links nach unten rechts ein kleines Bild für ein kleines Bild anzuschauen und sich so durch die ganze Geschichte zu bewegen. Das hier wäre inspiriert vom Lied «Beim Coiffeur». Und vor allem hat mich dort die Passage von dem metaphysischen Gruseln im Coiffeur-Gestühl hat mich interessiert. Und die ganze Geschichte wird jetzt eigentlich in dem Spiegel vom Coiffeur erzählt. Und wir sind quasi der Protagonist, der in diesen Spiegel hineinschaut und uns dann wie das Gruseln über uns soll kommen. In der Boxmatch, das ist ein eher abstraktes Lied von Mani Matter, da passiert geschichtlich eigentlich nicht so viel. Es sind zwei im Boxen und einer gewinnt. Aber was dort spannend ist an diesem Lied, ist sein Umgang mit den Wörtern. Also Peng, Tatsch, Bum, Bong, Bravo. Das ist eigentlich das Wichtigste in diesem Lied. Und wenn ich das so umsetze, dann kann man da zu typografischen Mitteln greifen und die Buchstaben so darstellen. Die eigentliche Geschichte basiert auf diesen vier Einzelbildern, aber auch im gleichen Standort, im Boxring. Dann, der Ferdinand ist gestorben. Das zeigt eigentlich wie eine Übersicht über den Tatort, wo der Ferdinand vom Herrn Brändli erschlagen worden ist. Das ist irgendwo im Quartier passiert. Und wenn man das ganze Bild so anschaut, dann sieht man das Quartier. Aber auch hier kann man Einzelbild, Panel, sagt man dem in den Comics, Panel für Panel anschauen. Und dann das Zündhölzli, das kennen auch die meisten. Also in diesem Lied geht es eigentlich darum, wie die Anarchie langsam ausbricht, wie es jeder Zusammenhang, also eine Kettenreaktion, einen unglücklichen Zufall, der dann zum totalen Chaos führt. Und bei diesem Lied ist es mir darum gegangen, weil es ja eigentlich auch ein Kinderlied ist, das in so ein kindliches Umfeld wieder zurückzubringen, und habe die ganze Szenerie auf einen Teppich gesetzt. Und die Protagonisten in diesem Lied, das sind alles Spielzeuge. Zum Teil sind es Spielzeuge, die ich selber mal hatte, zum Teil hätte ich sie gerne mal gehabt. Das Star Wars-Ding. Und auch hier geht es eigentlich darum, wie bei den «Wo ist Walter»-Bildern, dass man manchmal ins Bild eintaucht und sich so einen eigenen Zugang zu dieser Geschichte kann erarbeiten kann. Wenn man irgendwo anfängt, dann gibt es immer einen Hinweis zum Nächsten, was passiert da, wie bei einer Kettenreaktion. Ich hatte dann Glück gehabt und mit dem Ben Vater und dem Zeitglockenverlag zusammen das Buch produzieren können, und ich sehr dankbar dafür bin. Und das ist eigentlich auch die Moral von dem Eskimo-Lied, also von meinem Lieblingslied «Kunst ist gegen ein Risiko». Aber ich hoffe jetzt nicht, dass mir ein Eisbär kommt, kann fressen wegen dem.